Carnosaurier hatten von allen Theropodengruppen die größte Anzahl an Megatheropoden, bedeutet die meisten Raubsaurier mit 5 Tonnen oder mehr Gewicht, die sich jemals in einer Gruppe versammelt haben. Im Allgemeinen waren die größeren Carnosaurier, hauptsächlich Carcharodontosaurier, und innerhalb dieser Gruppe die Carcharodontosauriden. Einer von ihnen lebte in der Chem-Chem-Gruppe, neben den zwei größten Theropoden Afrikas, eine brutale Umgebung. Trotzdem schaffte er es selbst dennoch zu einer enormen Größe heranzuwachsen. Bei diesem Carcharodontosaurier handelt es sich um einen sehr fragmentarischen, möglicherweise zweifelhaften, aber riesigen Theropoden aus Nordafrika, den Sauroniops. Sauroniops wurde 2012 von Andrea Kau, Marco Dalla Vecchia und Matteo Fabri benannt. Sein vollständiger Name Sauroniops bedeutet Saurons Auge, nach dem Bösewicht Sauron aus Herr der Ringe. Der Artname Pachytolus setzt sich aus Pachis für dick und Tolos für rundes Gebäude mit konischem Dach zusammen und bezieht sich auf das dicke gewölbte Schädeldach. Der Holotypus besteht aus einem Fragment knapp oberhalb der Augenhöhle. Dieses Material unterscheidet sich jedoch von allen anderen bekannten Theropoden dieser Zeit und dieses Fundortes und weist eine Vergrößerung des Knochenwachstums auf, was die Grundlage für die Darstellung eines Augenkamms gewesen sein könnte. Die genaue Größe von Sauroniops lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit feststellen, aber es war aller Wahrscheinlichkeit nach ein großer Theropode. Diese Annahme beruht auf dem Vergleich des Knochenfragments von Sauroniops mit anderen, vollständigeren Verwandten sowie auf der einfachen Tatsache, dass einige seiner Verwandten wie Carcharodontosaurus, Acrocanthosaurus und so weiter kolossale Räuber waren. Konservative Schätzungen für seine Größe liegen bei einer Länge von 9 bis 10 Metern und einem Gewicht von 2 bis 4 Tonnen. Sauroniops lebte etwa vor 100 Millionen Jahren in Nordafrika und das neben einigen Raubtieren, mit denen nicht zu spaßen war. In der Chem-Chem-Formation oder Chem-Chem-Gruppe um diese Zeit gab es tatsächlich 5 große Theropoden, darunter sogar 2 Megatheropoden, die sogar weit über die 5 Tonnen Mindestgewicht liegen, die es für den Titel Megatheropode braucht. Zu den großen Räubern gehören der Sauroniops, der riesige Spinosaurus, der Deltadromeus/Bahariasaurus, der Osteoporosia und der afrikanische König selbst. Carcharodontosaurus. Große Theropoden wie diese können nur aufgrund der Nischenaufteilung und ihrer einzigartigen anatomischen Spezialisierungen miteinander leben. Zu den kleineren Theropoden gehören übrigens noch Noasauriden, Dromaeosauriden und Abelisauriden. Diese kleineren Räuber hätten Beute machen können und der Sauroniops hätte sich aufgrund seiner Größe über ihre Mahlzeit hermachen und ihnen die Beute wegnehmen können, gemein aber effektiv. Außerdem hätte Sauroniops auch kein Problem damit gehabt, junge Sauropoden oder einen Ornithopoden zu erlegen. Während Hinterhalte das primäre Jagdwerkzeug für kleinere und oder schnellere und beweglichere Beute gewesen wären, ist Fleischweiden an Sauropoden für Sauroniops definitiv möglich, da er natürlich ein großer Carcharodontosaurier ist. Das Fleischweiden wäre jedoch bestenfalls eine sekundäre Jagdtaktik und wurde vielleicht nur angewandt, wenn eine unorganisierte Gruppe auf Nahrungssuche ging, wie zum Beispiel die Mapusaurus-Gang in der Dinoplanet. Zu den Pflanzenfressern, die Sauroniops gejagt haben könnte, gehören ein unbestimmter Ankylosaurier und Ornithopode, Sauropoden wie der Diplodocoidre Bachisaurus und weitere unbestimmte Sauropoden, von denen mindestens einer ein Titanosaurier ist. Darüber hinaus umfasst die Formation auch Tapirid und Aztachoide Pterosaurier, Knorpelfische wie Onchopristis, Rochenfische wie Calamopleurus, Lappenfische wie Neoceratodus, einige Amphibien einschließlich Frösche, einige Echsen und Schlangen, darunter ein unbestimmter Mazoid, bei denen es sich übrigens um die größten fleischfressenden Schlangen aller Zeiten handelt, der Plesiosaurier Leptokleidus, Schildkröten wie Gallianemys und Krokodilomorphe wie Araripesuchus, Laganosuchus und Lavocatchampsa. Sauroniops hätte eine mittlere bis obere Position in der Nahrungskette eingenommen, was in Anbetracht der Raubtiere in der Region ziemlicher Wahnsinn ist. Sauroniops wurde in das Cenomanium der Kreidezeit datiert, was bedeutet, dass er zusammen mit Carcharodontosaurus und Spinosaurus ausgestorben sein könnte,
da die Grenze zwischen Cenomanium und Turonium so ziemlich das Ende für diese Theropodengruppen bedeutete. Das war's mit diesem Video. Natürlich gerne auch ein Like da lassen, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Du kannst diesen Kanal auch abonnieren, um mehr über Dinosaurier und Urzeit zu erfahren und um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Der Instagram-Account für Fitness, Motivation und Inspiration ist meine persönliche Empfehlung für euch. Weiters gibt es auch noch einen Twitter-Account und damit wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend.